Hier, Maddie. Kannst du ganz schnell ins Labor kommen? Na klar. Bin gleich da. Jo, danke, Theo. Warst du am A-Day in San Francisco? Bingo. Ich und meine Schwester. Schwester? Wo ist sie? Sie hängt hier irgendwo rum. Du erkennst sie, wenn du sie siehst. Aha. Na gut. Dann sehen die wohl alle ähnlich aus, wa? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ja, Freunde, so geht's aber schon weiter. Natürlich immer heiter. Zurück bei Marvel's Avengers. Interessant, interessant. Seid Sie gegrüßt. Jo, du auch. Es ist einsam hier. Das tut mir leid. Gewaltiges Beben. Okay, okay. Ja, schon mitunter krasse Dinge dabei. Hatte mal ein bisschen die Frage, ob es die wirklich gerade braucht oder ob da einfach schon ein bisschen zu viel des Guten ist. Der sieht schon episch aus, ey. Heute von denen ja verdammt viele wieder. Was mein war, gehört jetzt Ihnen. Ein Austausch wurde durchgeführt. Das freut mich. Ausgezeichnete Wahl. Das ist perfekt. Danke. Angemessenen Wert erhalten. Danke. Bitte. Danke. Bitte. Ausgezeichnete Wahl. Danke. Das ist perfekt. Jo. Angemessenen Wert erhalten. Danke. Bitte. Was mein war, gehört jetzt Ihnen. Freut mich. So. Ein Austausch wurde durchgeführt. Das freut mich. Das sind geile Dinge. Was ich auch gelernt habe, beste Ausrüstung erhalten, ist ja generell bei allen gedacht. Alter Schwede. Das ist nicht nur irgendwie da neben Artefakt oder so. Nee, nee, das deckt alle, wo man einfach sagt, jo, ist einfach mal das Beste vom Besten ausgerüstet. Ein bisschen die Frage, was dann halt auch so den Boost betrifft. Was davon ist das Beste, was auch nicht. Da kann er noch 10-mal upgraden. PIM-Partikelschutz. Okay, das ist heftig. Schwere Unverwundbarkeit. Tadlose Inspiration. Können sogar noch einmal boosten. Der ist schon fertig. Der war nur von 3, ist auch zu wenig. Den kann man 10-mal boosten und den 5-mal. Muss man natürlich überlegen. Ich den 5-mal boosten, kann ich auf 23 von der Kraft insgesamt. Mit schwerer Unverwundbarkeit, okay. Aber der hier kann man natürlich auf 25. Das ist eigentlich der bessere, wenn wir ganz ehrlich sind. Kammerlei, das ist nicht mehr aufzuhalten. Sage ich jetzt noch und plötzlich, oh ja, es kommen neue Gegner, oh ja, dann bringen all die Upgrades nichts mehr. Ist doch immer so, man denkt sich so, ja, krass geil, die besten Upgrades, und plötzlich, was denn jetzt los? Dann kann ich auch 10-mal boosten, alter Schwede, und sogar jetzt mit 2 Boost drin. Jetzt auch hier zum Beispiel. Der, ja, reaktiver Impuls, aber trotzdem, da braucht schon 3 von 5, das heißt, er kommt auf 19 insgesamt. Die auf 18 ist aber auch zu schwach und die alle, die gehen eigentlich alle in Tonne treten. Das alles ist mal nur für Kamala, wohlgemerkt. Hier mit der Insignie. Ah doch, warte mal. Doch, ich habe mehrere Boosts, okay. Auf 20. Keine Vorteile verfügbar, ist natürlich doof. Ja, Ressourcen vorne aber auch halt was anderes. Jo. Ja, noch nichts freigeschaltet, okay.
Die Dinge habe ich jetzt. Und jetzt halt die Frage, war beim Hulk zum Beispiel. Irgendwie sagt, hey, komm, mach den hier. Ich sehe jetzt zwar nicht, wie oft ich den upgraden kann. Aber ich habe schon irgendwie etwas. Ja, komm. Ich glaube, vor allem für Kamala sind sie gut, die anderen. Ich geht so. Du musst mir einen Gefallen tun. Dabei könnte ich echt einen Avenger brauchen, weißt du? Sag Bescheid, wenn du fertig bist, okay? Danke. Im Ernst? Du bist der Hammer. Wir brauchen das wirklich. Wir sehen uns später. Bin ich offenbar schon auf Stufe 2. Ja, bin ja schon hier. Gruppierungshändler. Was ist los? Ich habe gehört, was passiert ist mit dem Transportschiff. Jetzt guck doch nicht so. Ich wollte dir nur was geben. Süß, was liegt an? Danke. Und Steineroberung. Schon ein bisschen krass, war die Dinger. Kryo-Resistenz minus 5. Alter, Feuerresistenz natürlich auch noch einfach episch. Wir müssen nur zum anderen rennen, um das. Ja, ein bisschen doof. Hm, schön. Also aber schon okay. Irgendetwas Brauchbares, leichter Blitz, ja, haben wir auch schon, beziehungsweise einen besseren. Da kann man sich überlegen, aber ich hoffe, kann ich die noch upgraden, oder zum einen, zum anderen habe ich nur einen Effekt drauf, oder einen Vorteil. Epischen. Den hätte ich jetzt ehrlich gesagt schon gerne. Da muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Der aktuelle ist halt der gelbe. Das hat halt Feuerresistenz, ja. Ich hatte aber schon eine Feuerresistenz. Egal. Nehme ich trotzdem. Die eigentlich auch auflösen? Nö, das geht nicht, oder? Doch, zerlegen, doch, das geht. Warte mal. Im hier Vollresistenz habe ich ja schon, aber das ist halt minus 4,8, brauche also nicht mehr. Spinresistenz, Feuerresistenz. Doch, ja, einen Feuerresistenten? Und mit Kryoresistenz wäre jetzt mal nicht so schlecht. Egal, erstmal ein bisschen boosten. So, hier haben wir noch nix und da auch nix, aber Kamala ist schon mal cool drauf. Interessante Wahl. Ja, bin ich auch. Ich mache nur Notizen. Okay. Okay. Das sieht nicht gut aus. Feuerkräfte? Das ist heftig. Hey, alles in Ordnung? Alles bestens. Ach, coole Kräfte. Ich meine... Die sind echt abgefahren. Ich bin ein Polymorpher, denke ich. Es ist cool. Es sind dehnbare Arme und so. Ich, arbeite noch daran, es nicht doof aussehen zu lassen. Ja.
Du bist ein Inhuman. Ja. Wie heißt du denn? Dante. Kamala. Hey, was ist denn mit deinem Bein? Ich hab's mir auf der Flucht gebrochen. Naja. Zumindest bist du entkommen. Meine Mom kam zurück, um mich zu retten. Ja, ich hab's geschafft. Aber sie nicht. Weißt du, die Avengers werden in ein paar Tagen hier sein, okay? Und dann stürmen sie das Gefängnis. Und deine Mom wird befreit. In ein paar Tagen? Wieso hört mir eigentlich niemand zu? Ich habe mitgehört und Dr. Pym sagte, dass sie alle Gefangenen verlegen werden. Also, da finden sie sie auch? Nein, das werden sie nicht. Deine Avengers werden sie nicht finden. Warte, ich helfe dir. Nein! Verstehst du's nicht? Wir sind Inhumans. Keiner schert sich um uns. Nicht wahr. Das muss ich Bruce sagen. Wir könnten was tun. Ich muss Bruce und Dr. Pym überzeugen, sich nochmal um das Gefängnis zu kümmern. Das könnte schwierig werden für dich. Roy, eines deiner Einwegchassis muss unbedingt mit Vorräten zur Chimera geschickt werden. Und Roy, unauffällig. Sofort, Doktor. Ich muss es sagen, das ist genial. Hey, hast du kurz Zeit? Ja, was gibt's denn? AIM verlegt alle Inhumans an einen sicheren Ort. Schon bald. Okay. Du hast mit Dante gesprochen? Sorry, wer ist dieser Dante? Einer von unseren überlebenden Inhumans. Ihn haben wir rausbekommen, aber seine Mutter ist noch drin. Und nach unserer Flucht hat AIM jetzt die Wachen verstärkt. Verstehe. Hey, wir müssen ihnen helfen, Bruce. Das ist keine gute Idee. Was? Da sind Inhumans drin. Ich kann nicht zulassen, dass Dantes Mom... Wir können doch nicht einfach nichts tun. Wir werden nicht einfach nichts tun, okay? Roy ist gerade mit den Energiekernen losgefahren. Das bedeutet, Tony ist in einigen Stunden hier. Wir sollten warten. Ich verstehe nicht. Wir haben doch den Hulk. Kamala, die Resistance versucht, die Anlage zu infiltrieren. Seit Monaten. Da kommt man viel leichter raus als rein. Und wir hatten Hilfe. Vom Boden aus sind die Mauern nahezu unüberwindbar. Du hast doch gesehen, wozu wir imstande sind. Ich könnte helfen. Aber es ist zu riskant. Du verstehst es nicht. Du bist kein Inhuman. Du bist nicht bereit. Tut mir leid. Wir warten. Sorry. Ich kann doch nicht einfach nichts tun. Doch, das kannst du. Mann, Kamal, das ist doch bescheuert, ey. Boah. Haben die für Decken? Avengers-Decken, ernsthaft? Ja, nee, ist klar. Kamala, komm! Ah! Sie schlafen gar nicht. Stimmt. Aha. Ich informiere Dr. Pym. Tust du das bitte nicht? In Ordnung. Guten Abend. Du bist Roy, stimmt's? Korrekt. Diese überholte Resistance-Einheit steht unter meiner Kontrolle. Sie ist eine von vielen. Also, bist du sowas wie Jarvis? Nein. Nicht wie Jarvis. Mein neurales Netzwerk ist im Vergleich infantil. Eines Tages vielleicht. Jo, er ist ja wie alt schon.
Nicht besser, Freunde, nicht besser. Ja, aus dem Lager schleichen ist super. Und dann gehen wir einfach allein da los und dann müssen die anderen uns retten und machen alles nur schlimmer. Und ich verstehe Kamala, ich verstehe Dante, ist ja alles. Ich meine, eine Situation, oder wäre ich in der Situation, würde vermutlich auch so reagieren, zumindest im ersten Moment, aber. Da braucht man schon eine schlagkräftige Eingreiftruppe. Nicht so, dass man einfach sagen kann, jo, der Hulk ist unbesiegbar. Der geht einfach überall rein wieder raus. Nee. Solange ich nicht wirklich die komplette Avengers-Truppe beisammen hätte, vor allem mit Thor noch, sehe ich da eher schwarz. Wie soll denn da rauskommen, der da? Möchten Sie Gesellschaft? Hier rausschlagen könnte ein bisschen schwierig werden. Eine wunderschöne Nacht. Finden Sie nicht? Ja. Soll ich mit dem quatschen oder was? Bist du immer da? Ich mache mich stets so zugänglich wie möglich. Bisschen gruselig, aber okay. Ja, sehe schon, komm, ich muss da oben durch. Ja. Kannst bitte. Roy, kannst bitte auf die andere Seite gucken? Hä? Hat doch schon alles. Die ist nicht wirklich Höherstufe, Kumpel. Sorry. Wird aktuell, aber wenn ein Upgrade sich so noch so hätte, nee. Sag mal, Roy? So, schon besser. Danke. Das ist ja auch Schicht im Schacht. Ja, nun? Stimmt. Warte mal. Er müsste mich sowieso rausbringen. Also rausteleportieren, weil. Da ist eine geschlossene Höhle, wenn man so will. Na dann. Hey, Kamala. So spät noch auf? Ich wollte lügen, aber ich gehe zum Gefängnis. Sie würden die Gefangenen nicht verlegen, wenn wir nicht wären. Respekt. Hier entlang. Wirklich? Einfach so? Ich habe ein gutes Gefühl bei dir. Aber du brauchst das hier. Draußen ist es nicht sicher. Danke, Theo. Heilige Scheiße, was ist denn das für ein Teil? Ah, jetzt kommt die Erklärung mit den Artefakten. Wollt ihr mich verarschen? Warte mal, vielleicht ist es. Ah, das Ding ist ein Hauptartefakt. Okay, hab nichts gesagt. Na dann, Boosto. Skull Zweiblick. Ich habe zuerst Skull gelesen. Zum Red Skull. Oh, Kamala, ernsthaft jetzt? Die Inhumans brauchen unsere Hilfe. Wenn es klappt, ist alles vergeben. Hoffe ich. Ich weiß ja nicht. Alter! Wir sind ja überall! Das soll gut gehen? Ich hab so meine leisen Zweifel, Freunde. Oh Mann, ey. Ja, alles weitere ist in der nächsten Folge. Ich hoffe, es geht gut. Das wird nicht noch schlimmer. Bis dahin. Bye, bye.